Und schon wieder da. Mal wieder. Die Betonung geht auch schon wieder. Obwohl das bestimmt ein oder zwei Tage dauert, bis dieser Teil hier online sein wird. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die gucken das erst Wochen später. Wir brauchen eine neue Schippe. Boah, das ist so riesig hier. Das ist doch scheiße, hier jetzt einfach anzufangen, oder? Nein, wir. Was machst du? Ja, da, die Mauer bauen, oder? Ja, aber wieso machst du das so krüppel? Wie denn sonst? Nein, wieso lässt du den Inselstummel da mittendrin stehen? Das Das Zeug. hier, das kommt auch noch alles dazu. In die Mauer. Ja, wir machen jetzt hier einmal so eine fette Mauer oder so drumherum. Ja, schon, aber wieso baust du das nicht ab? Das hier? Ja. Ja, ich will erstmal die Mauer gegen Zombies bauen. Dann können wir auch vielleicht nachts hier Aber wir arbeiten. müssen da überall Fackeln hinmachen, weil da, wo Licht ist, können die ja nicht gespawnt werden. Keine Ahnung. Geht nicht. Die werden nur in Dunkelheit gespawnt. Ach, ihr scheiß Klötze, ey. Wir machen doch nach. Lässt du die Mauer nur so einen Klotz? Für den Anfang? Ja. Keine Ahnung, ich. Das. Weil sonst kommen die Zombies da einfach drüber gesprungen. Also meinst du drei Dinger hoch? Zwei. Wir müssen hier schon fast zwei Dinger hoch und dann so Burgzinnen noch. Das hat Stil. Aber lass dann so. Ins Wasser müssen, wir müssen dann übers Wasser, ne? Also jetzt nicht die Kante einbeziehen, sondern übers Wasser, würde ich sagen. Aha. Also einfach gerade durch, oder? Ja, weil ansonsten verbraucht, sonst ist das so eine Krüppelform. Wir können ja erstmal den Grundriss machen, also weil wir brauchen gleich eh noch viel mehr Steine. Oh ja. Aber ich glaube, wir haben in der Truhe noch Steine. Unterwassercamp. Boah, wir müssten echt mal ein paar Schweinchen killen. Ja, wir haben nämlich gar kein Leben mehr Ah, fast. Schweinchen. Yay. Geronimo. Warum haben wir kein Schwert? Weil du dir doch keins gekurftet hast. Bam, bam. Macht Sinn. Aber unsere Rüstung hat schon ordentlich an Schaden genommen, glaube ich. Komm her, Hauptsache Schweinchen. Sau und für die Schweinchen können da durch. Und wir sind zu klar, zu groß, meine ich. Bam. Zwei Fleisch. Zwei Fleisch, wuhu. Und jetzt verprügel ich dich mit deinem Freund. Ah. Wir sind böse. Das ist voll pervers, ein Schwein mit einem anderen Schwein totzuschlagen, also. Oder mit Nein. etwas von einem anderen Schwein. Das Schweinchen hat kein Schweinefleisch Also gegeben. ja, unsere Rüstung ist noch gut. Beim noch fast nicht kaputt. Vielleicht finden wir hier ja eine geile Mine beim Schweinchenjagen. Nein. Nicht abhauen. Lass mal Schweinchen einfangen und dann vermehren die sich. Ne, die vermehren sich nicht, ne? Nein, du haust jetzt nicht ab. Geht doch. Schweinchen vermehren sich nicht, ne? Keine Ahnung. Weil das wäre cool, dann würde ich eins einsperren und wenn da dann zwei sind, würde ich eins wieder killen, also. Ich würde warten, bis wir 100 irgendwie im Keller haben und die dann. Mine. Ja, da, die können wir auch irgendwann mal erkunden. Irgendwann mal. Boah, die fliegen immer sau weit weg, die Hühnchen. Das regt einen voll auf. Wir können ja gleich mal ganz mutig eine Spinne killen und dann können wir uns einen Bogen machen. Das wird bestimmt lustig. Brauchen wir noch einen Faden für? Mach mal den Dreck da weg. Dann können wir auch schon mal den Grundriss ziehen. Also. Ich muss eben Hühnchen killen. Unsere Stadt muss hühnchenfrei sein. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Bam. So. Das Fleisch wird gut schmecken. So mit Dreckgeschmack ein bisschen. Mit Dreckpanade. Oh, jetzt sind da hinten vier Kühe, genau. Ihr Penner. Das lasse ich jetzt. Das, nee, das geht nicht.
Das lässt es nicht so auf dir sitzen. Ey, da ist sogar ein Schweinchen im Wasser. Da können wir so, wenn die alle zwei Leder verlieren, dann haben wir eine fast... Eine Leggings. Können wir uns eine Leggings mit Leopardenmuster machen. Brauchen wir aber nicht. Hier geblieben. Oh ja. Hau mich. Wow, zwei Leder. Ja, kannst du. Ich kann dafür wetten, dass die anderen nicht zwei Leder geben. Boah, das ist voll unfair von dir, du Kuh. Nochmal zwei. Schon vier Leder. Aber wir brauchen eine Leggings. Und wir brauchen eine Rüstung. Wir haben ja noch ein paar Ersatzkühe. Die werden jetzt gesteinigt. Jehova, bam, bam, bam. Nein! Blöde Kuh. In der Kuh liegt unsere ganze Hoffnung. Enttäusch uns nicht. Wir wurden aufs Bitterste von einer Kuh enttäuscht. Und die hat uns abgelenkt. Jetzt wird es nämlich dunkel. Das war eine Falle von den Zombies. Wir müssen abhauen. Los, weg hier. Bin ich mir sogar hundertprozentig sicher, dass die unter einer Decke stecken. Die Zombies? Und die Schafe. Ne, Kühe waren's. Die Schafe auch. Aber wir sind nicht so doof, wir haben keinen Bock auf die Schafe. Fuck. Egal, ich hau jetzt ab. La, 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 la. Oh, hier ist Dreck im Weg. Ja, dann muss ich den wohl erst wegmachen. Oh, hier ist Wasser, da kommen wir nicht drüber. Muss ich da wohl Dreck hinmachen? So ein Zufall aber auch. Oh, jetzt habe ich das Bedürfnis, hier lang zu gehen. So ein Zufall. Fuck. Wenn das perfekt auskommt, ne? Tut es zwar eh nicht, aber egal. Kommt sogar überperfekt aus. Boah, wenn uns jetzt ein Creeper anrempelt, ne, dann bringe ich den nochmal um. Schwein. Verdammt. So. Was machst du? Bretter. So, und was machen wir mit den Brettern? Fleisch. Gar nichts. Fleisch braten. La, 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 la. Na, das ist ätzend. Warten ist ätzend. La, 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 la. Essen ist gesund. Oh ja. Wissenschaftlich bewiesen. Essen macht dick. Der lebende Beweis. Aber das wäre sau assig, wenn auch beim Hellen so Viecher spawnen könnten. Weißt du, wie unfair das wäre? Dann, voll dann unfair. Dann könnten die einfach in deinem Haus erscheinen. Oder wenn du dir so eine riesige Burg machst, dann kommen die einfach. Ist doch unfair. So, erstmal sortieren. Was kommt da hin? Jo. Und wieder in unsere Mine. Noch die mehr Stein. Jedes Mal größer wird. Wir brauchen viel mehr Stein. Eier, wir brauchen Eier. Ich glaube, den haben wir schon mal gesagt, den Spruch. Ja. Der wird nie langweilig. Hey, ein komisches Geräusch. Hört sich höhlenartig an. Genau. Ernsthaft? Hör auf, die Eyebomber-Musik zu singen. So, und wir machen in unserer Höhle nochmal eine Pause.